Die Veröffentlichung der RKI-Files ist ein Meilenstein in der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Herzlichen Dank an den Whistleblower, der diese ganzen Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Er hat damit der Freiheit und der Demokratie einen riesigen Dienst erwiesen. Es geht jetzt darum, die große Menge an Daten zu sichten, sich anzusehen, welcher Protagonist wie zu welcher Zeit gehandelt hat, was mit Studien gegebenenfalls gedeckt war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vieles nicht mit Studien gedeckt gewesen ist, was man plötzlich an Maßnahmen eingeführt hat und wo man plötzlich Änderungen vorgenommen hat. Wir werden uns diese Daten genau anschauen, wir werden sie untersuchen, aber das wird aufgrund der Datenmenge einige Wochen in Anspruch nehmen. Wir würden uns freuen über jeden, der uns Informationen zuträgt, die wir in den parlamentarischen Betrieb im Bundestag mit reinbringen können. Wir stellen gerne jederzeit kleine Anfragen zu den verschiedensten Themen aus den RKI-Protokollen an die Bundesregierung. Wir lassen gerne auch diese Sachen demjenigen exklusiv vorab zukommen, der uns dort die Anregungen für die Anfragen gibt. Es ist jetzt wichtig, dass die Schwarmintelligenz weiter zusammenarbeitet. Die RKI-Protokolle sind nur ein Bestandteil von vielen. Wir wissen, es gab auch noch die Bund-Länder-Konferenzen. Wir wissen, im Bundesgesundheitsministerium ist vieles auch intern gelaufen. Auch von dort würden wir natürlich alle gerne die Protokolle sehen. Aber dass wir jetzt die RKI-Protokolle haben, ist schon mal ein wichtiger Meilenstein in der Aufarbeitung. Wir freuen uns auf jeden, der uns Informationen zuträgt. Lasst uns gemeinsam als Schwarmintelligenz weiter so gut zusammenarbeiten. Herzlichen Dank nochmal an Multipolar, die Druck gemacht haben. Und ein riesengroßes Dankeschön an denjenigen, der als Whistleblower das zur Verfügung gestellt hat. Sollte sein Name irgendwann mal bekannt werden, sollte man ihm eine Statue bauen. Er hat es verdient.